Damn. In der vergangenen Woche erst wählte Echo Freshs Frau überraschenderweise den Weg in die Öffentlichkeit, startete einen eigenen YouTube-Kanal und begleitet diesen mit diversen Social-Media-Profilen. Sillas Frau, die als Zahnärztin tätig sein soll, ist in der Zwischenzeit zum festen Bestandteil seiner Promo zu seinem Album Blogchef geworden. Nachdem die beiden Videoblogs aus New York oder bei der Anpassung ganz spezieller Grills in ihrer Praxis veröffentlichten, kam es am vergangenen Wochenende zu einem öffentlichen Disput zwischen dem ZEC-Plus-Chef Matthias Clemens und dem Ehepaar. Silla und dessen Ehefrau gehen den Unternehmer, der mit Product Placements auch verstärkt im Deutschrap aktiv ist, hart an und drohen ihm sogar im Zuge des Streits. Kurz darauf kommentierten die ersten Rapper den irritierenden Streit und die Präsenz von Sillas Frau im Rap-Game. SpongeBoss schreibt via Facebook. Auch der Rapper Juri veröffentlichte eine Line und erwähnt Sillas Frau im A Cappella. Bei deiner Freundin ist die Keuschheit nicht sicher, denn sie hat dicke Titten wie die Freundin von Zilla. Du trägst Grills in der Fresse, ich die Koch zu, der Heckler. Started from the bottom, 9.6. Daraufhin wurde Zilla mit seinem privaten Facebook-Account erneut aktiv und berichtet in den Kommentaren, dass Juri sich 2006 über ICQ bei meldete und sich als Cousin von Basultan Hengst ausgab. Er kündigt zudem an, dass er ihm bei einem Treffen sofort eine Schelle geben würde. Eine Reaktion von Juri blieb bis dato aus. SpongeBoss teilte das Video. Zeitgleich war Zillas Frau auch auf Instagram aktiv und versuchte sich unter anderem als Rapperin, indem sie mit diversen Lines auf Seitenhiebe reagierte. Rein zufällig wurde dann parallel zu den aktuellen öffentlich ausgetragenen Differenzen ein neuer Videoblog des Ehepaars aus Monte Carlo veröffentlicht. Aktuell wirkt die Außendarstellung von Zilla etwas unglaubwürdig. In seiner aktuellen Videosingle zu T800 zeigt er sich mit seinen Goons in den Straßen von Berlin. Im Rahmen seiner Videoblogs und seiner Social Media Posts präsentiert er sich jedoch auf Automessen und schwer verliebt in seine scheinbar wohlhabende Frau. Flair verkündete in der Vergangenheit nach dem Weggang von Zilla immer wieder, dass es bei den Berliner nach der Trennung nicht mehr so erfolgreich laufen würde, wie zu seiner Zeit bei Maskulin. Ob Zilla neben seiner Karriere als Rapper und Autor weitere lukrative Einnahmequellen erschlossen hat, ist nicht bekannt. In der Vergangenheit bot der Rapper sein eigenes Fitnessprogramm in Zusammenarbeit mit Julian Zietlow an und kündigte die Eröffnung seines eigenen Cafés an. Vor kurzem verkündete Zillas Frau, dass das Ehepaar ein Jahr nach der Hochzeit über 10 Millionen Euro verfügen würde. Aus welchen Einnahmen diese Summen stammen, ist jedenfalls von Seiten des Rappers nicht bekannt. Auch sein ehemaliger Südberlin-Maskulin-Partner Flair kommentierte die Öffentlichkeitsarbeit des Ehepaars Zilla bereits und spielt auf das extravagante Promi-Pärchen Kanye West und Kim Kardashian an. Nach der Veröffentlichung des neuesten Videoblogs der beiden erklärt der für seinen Hitzkopf bekannte Rapper, dass er dagegen noch komplett gesund im Kopf sei. Zillas Frau gefällt der Vergleich, wie zu erwarten war. Da wird in Zukunft sicherlich noch mehr Skurriles auf uns zukommen. Alle relevanten Links findest du jetzt unten in der Beschreibung. Wie findest du den aktuellen Trend, dass Ehefrauen von Rappern in die Öffentlichkeit treten? Wie siehst du die Öffentlichkeitsarbeit von Zilla und dessen Ehefrau? Ist das unterhaltsam oder geht das Ganze komplett nach hinten los? Schreibe deine Meinung in die Kommentare. Für regelmäßige Hip-Hop-News abonniere den Kanal.